Porsche. Let me hop out the motherfucking Porsche. Hey Leute, hier ist wieder euer Keep It Safe und heute mit einem weiteren Video von mir. Und zwar ist es heute das erste richtige Erklärungsvideo. Gestern habe ich ja das Vorstellungsvideo gemacht oder dieses Erklärungsvideo, was ich jetzt machen werde die nächste Zeit. Und genau, heute das erste richtige Tipps und Tricks Video für euch. Und heute werden wir uns mit dem Thema Flanken beschäftigen, weil mehrere Leute haben Flanken reingeschrieben in die Kommentare unter dem letzten Video und deswegen dachte ich, dass ich heute gleich mit den Flanken anfangen werde. Und genau, ich würde sagen, dass wir einfach gleich mal beginnen. Und zwar bei den Flanken. Ich gehe jetzt mal von Ecken aus, also von einem Eckball, der so circa 1 Meter vor den Fünferraum geschlagen wird, sodass ihr halt rauskommen müsst. Also so ungefähr 4 Meter vor euch. Genau. Also das Wichtigste erstmal, also wenn sich der gegnerische Spieler den Ball hinlegt zum Eckball, dann habt ihr ja immer noch sehr viel Zeit, also was heißt sehr viel, aber ihr habt etwas Zeit, um erstmal eure Mannschaft einfach zu coachen, denen zu sagen, wo sie sich hinstellen sollen und einfach die Zuteilung übernehmen. Also ich rede jetzt erstmal nur von den Ecken und dann von den Flanken, die aus dem Spiel herauskommen. Aber jetzt erstmal zu den Ecken. Wie gesagt, ihr müsst einfach erstmal eure Mannschaft coachen, eure Mannschaft einfach zuteilen zu den gegnerischen Spielern. Es kommt natürlich auch darauf an, wie euer Trainer die Taktik ausgewählt hat. Ob er will, dass ihr nur in Manndeckung spielt, dann hat wirklich jeder Spieler einen Mann. Oder ob ihr in Raumdeckung spielt, dann steht halt eher im Raum und nicht bei den Männern. Das müsst ihr dann, wie gesagt, der Taktik anpassen, wie es euer Trainer halt auch möchte. Aber ihr müsst auf jeden Fall dafür achten, dass ihr zum Beispiel, wenn euer Innenverteidiger nicht bei dem Mann steht, wo er sein soll, dann sagt ihr Innenverteidiger, nennt ihn beim Namen und sagt, geht zu dem und dem hin. Am besten sprecht ihr dann auch einfach die Rückennummer von dem gegnerischen Spieler an. Also Innenverteidiger heißt da, sagen wir mal, Paul. Paul geht zu Nummer 2, eng an Nummer 2 dran. Okay, dann habt ihr jetzt schon mal, sagen wir mal, die Zuteilung ist jetzt fertig. Jetzt nimmt der Gegner Anlauf beim Eckball. Wie stellt ihr euch richtig hin? So, meiner Meinung nach ist das Sinnvollste und Beste, sich in die Mitte zu stellen vom Tor und dann ungefähr 2 Schritte nach hinten zu gehen. Also dass ihr ungefähr dann, wenn der Eckball von rechts kommt, dann stellt ihr euch in die Mitte und geht 2 Schritte nach links. Dass ihr sozusagen beim hinteren Pfosten etwas mehr steht. Das hat den Grund, da ihr einfach schneller nach vorne kommt, als nach hinten kommt. Wenn der Eckball weiter nach hinten kommt und ihr steht zu weit vorne, dann dauert es einfach länger, nach hinten zu gehen und den Ball dann zu fangen. Aber wenn ihr schon etwas weiter hinten steht und dann nach vorne geht, weil der Eckball ein bisschen weiter nach vorne kommt, dann könnt ihr viel schneller nach vorne gehen und den Ball greifen. Und deswegen ist mein Tipp einfach, stellt euch ein bisschen weiter hinter. Ich werde auch noch Videoszenen einblenden, damit ihr euch das einfach ein bisschen besser und bildlicher vorstellen könnt. Und genau, dann kommen wir zum zweiten. Ihr müsst euch nicht nur so hinstellen, wie ich es euch gerade gesagt habe. Also ihr müsst es nicht, es ist wie gesagt nur ein Tipp von mir. Ihr könnt es gerne ausprobieren und wenn es euch nicht liegt, sag ich mal, dann probiert auch was anderes aus. Aber auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ist das Beste. So, dann wie gesagt zu Punkt 2. Ihr steht jetzt etwas weiter am hinteren Pfosten. Dort steht ihr jetzt zum Spielfeld offen. Das bedeutet, ihr steht so offen, dass ihr sozusagen im Blickfeld den Schützen von der Flanke habt und im Blickfeld automatisch auch die Gegner im Umfeld. Also die Gegner, die dann theoretisch reinlaufen werden oder halt auch einfach zum Kopfball gehen oder so. Also ihr steht zum Spielfeld offen. Ihr dürft jetzt euch nicht nur so hinstellen zu dem Schützen, sondern wie gesagt einfach offen zum Spielfeld. Genau.
dann haben wir eigentlich sozusagen das, die Stellung und das Ganze drum und dran schon mal durch. So, jetzt zum nächsten Teil. Jetzt hat der Schütze Anlauf genommen, ihr habt die Zuteilung gemacht, ihr habt euch richtig positioniert und jetzt kommt der Ball. Gehen wir mal davon aus, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass der Ball so ungefähr 4 Meter vor euch kommt. Also 4 Meter vor der Grundlinie, dass ihr rauskommen müsst. Also ihr seid gezwungen, bei so einem Ball rauszukommen. Wenn er innerhalb des 5-Meter-Raums ist, das ist so, sozusagen die Grenze. Und wenn er nicht zu weit geschlagen ist, sondern auch wirklich ungefähr in der Mitte, einfach mitten im Getümmel sozusagen. Es ist einfach wichtig, dass ihr wirklich entschlossen zu dem Ball geht. Also es bringt nichts, wenn ihr einfach irgendwie einfach rausgeht, so keine Ahnung wie, sondern wirklich ein Kommando auch gebt. Ihr müsst schreien, Keeper oder Torwart oder einfach ein Kommando geben, dass eure Abwehrspieler oder halt die Verteidiger einfach wissen, okay, der Torwart, der ist entschlossen, zum Ball zu gehen und wird den auch haben. Er wird ihn haben, das wissen die Spieler dann schon. Er wird den Ball haben. Und ob es dann sicher, also ob es dann, ob der Ball dann sicher gefangen ist oder ob ihr ihn wegfaustet, das ist dann wieder eine andere Sache, aber das ist beides gut. Also es gibt keine Regel, okay, ihr müsst ihn jetzt festhalten, außer wenn es jetzt so ein lockerer Ball ist, dann natürlich festhalten. Aber wenn es jetzt zum Beispiel zwei Stürmer kommen im Kopfball rein irgendwie und ihr kommt gerade noch mit einer Faust hin, dann ist es natürlich mit dem Fausten besser. So, jetzt gehen wir mal speziell zu Flanken, wie man sie abfangen kann. Das ist ja praktisch das Gleiche, Eckball, Flanke. Wenn der Ball jetzt kommt, er kommt und ihr seht ihn. Und dann ist erstmal das Timing wirklich sehr wichtig. Die Schrittfolge und das Timing. Weil wenn ihr den Ball unterläuft, dann kriegt ihr nicht mehr und er fliegt euch hinten vorbei. Aber wenn ihr auch zu weit vom Ball seid, dann könnt ihr ihn nicht oben fangen, sondern müsst ihn vielleicht irgendwie unten fangen, weil ihr einfach zu langsam dran seid. Deswegen findet einfach so einen Mittelweg, dass ihr den Ball perfekt oberhalb von eurem Kopf fangen könnt. Am besten auch noch mit gestreckten Armen, weil dann hat wirklich ein Stürmer, der auch meinetwegen 1,90 Meter groß ist, wirklich keine Chance, dazu den Ball hinzukommen. Es gibt dann verschiedene Schrittfolgen auch. Wenn ihr zum Beispiel einfach zu dem Ball nach vorne gehen müsst, dann könnt ihr einfach ganz normal eigentlich zu dem Ball hinrennen, mit ganz normaler Schrittfolge. Wenn ihr jetzt zum Beispiel etwas nach hinten gehen müsst, also ihr müsst schräg nach hinten gehen, dann ist es wirklich sinnvoll, den Scherenschritt zu verwenden. Also dass ihr sozusagen einfach mit dem rechten Bein über das linke und dann immer so weiter, weil da kommt ihr einfach viel, ihr könnt den Blick am Ball lassen und könnt trotzdem schnell nach hinten laufen. Das ist einfach wichtig, dass ihr den Blick wirklich immer fokussiert am Ball lässt, weil wenn ihr jetzt euch umdrehen würdet und dann so zum nach hinten rennen würdet und dann euch wieder drehen würdet, und das geht einfach nicht, weil da verliert ihr erstens sehr viel Zeit, erstmal wegen dem Umdrehen und dann nochmal umdrehen, und zweitens einfach den Blick zum Ball. Ihr könnt euch ja umdrehen und dann habt ihr den Ball einfach aus dem Sichtfeld oder müsst euren Kopf dann noch zum Ball drehen. Das haut einfach nicht so hin. Wie gesagt, einfach das richtige Timing finden. Und Übung macht den Meister, Leute, wirklich. Ihr müsst es einfach im Training üben, einfach zu diesen Bällen hinzugehen. Einfach sagt eurem Kumpel im Training, eurem Teamkollegen, schlag mal ein paar Flanken rein, dann soll er einfach mal 3-4 Flanken reinschlagen, einfach mal auch ohne Gegenspieler, einfach Flanken rein, dass ihr den richtigen Absprung und die Schrittfolge, wie gesagt, üben könnt. Und jetzt kommen wir dann auch zum nächsten Punkt, das ist der Absprung. Also ich bin auf jeden Fall kein Fan davon, wenn man jetzt ganz viel ausholt mit den Armen, weil das ist wirklich auch eine Sache, wo ihr etwas Zeit verliert. Ich meine, dieser Schwung, der bringt euch wirklich praktisch überhaupt nichts. Das ist halt einfach nur dieses Gefühl, sage ich mal, dass ihr vielleicht ein bisschen höher kommt, aber im Umkehrschluss bringt es auch nicht sehr viel. Lasst also dieses
Arme nach hinten schwingen weg. Ihr könnt es mit den Ellenbogen machen, dass die Arme trotzdem vorne bleiben, die Hände vorne bleiben und mit den Ellenbogen dann so einen kleinen Schwung gibt. Das könnt ihr auf jeden Fall machen, aber wie gesagt, nicht diesen Mega-Ausschwinger. Das ist wirklich sinnlos. Wenn ihr jetzt dann abspringt, dann nehmt ihr jetzt diesen kleinen Schwung, schaut euch immer noch den Ball an und dann ist es auf jeden Fall wichtig, wie ihr zum Ball geht. Ich finde, es ist sehr gut, wenn ihr beim Absprung Schwung aus den Beinen mitnehmt. Weil es so, wenn der Ball von rechts kommt, dann springt ihr ja eigentlich nur mit dem rechten Bein noch ab, weil das linke Bein müsst ihr mit hochziehen. Also das linke Knie müsst ihr ja mit hochziehen, weil wenn ein Stürmer kommt und euch irgendwie reinspringt, dann müsst ihr, wie gesagt, immer dieses Knie als Schutz mitnehmen. Also wenn die Flanke von rechts kommt, dann springt ihr mit dem rechten Bein ab, dass ihr das linke Knie hochzieht. Und mit diesem linken Knie könnt ihr euch diesen Schwung mitnehmen. Dass ihr mit dem linken Knie den Schwung hochzieht, dass das Knie oben bleibt gleich. Und dann habt ihr auch diesen Schwung, den ihr theoretisch aus den Armen nehmen würdet. Bloß, dass der euch vom Fuß viel mehr bringt als von den Armen. Weil ihr springt ja mit den Füßen ab und nicht mit den Armen. Deswegen bringt euch der Schwung einfach aus den Beinen viel mehr. Wie gesagt, von links, wenn die Flanke von links kommen würde, dann würdet ihr mit dem linken Bein abspringen und würdet den Schwung mit dem rechten nehmen, damit ihr wieder das schützende Knie einfach zur Spielfeldinnenseite habt. Ihr müsst nicht immer ein Knie mit hochziehen. Es ist jetzt eigentlich nur mit dem Knie hochziehen, wenn viele Gegenspieler in eurem Umfeld sind, dass ihr einfach so ein bisschen Schutz habt. Und wenn jetzt überhaupt kein Gegner bei euch in der Nähe ist oder auch kein Mitspieler, der euch gefährden könnte, dann braucht ihr das nicht. Dann könnt ihr ganz locker mit beiden Beinen abspringen, zum Ball gehen und dann müsst ihr euch den Stress mit dem Schwung und mit allem nicht geben, weil mit beiden Beinen springt ihr immer noch am höchsten. Genau. Jetzt kommen wir zum nächsten. Wie man den Ball am besten fängt oder rausboxt. Am besten fangt ihr den Ball einfach so, dass ihr den Blick auf jeden Fall immer am Ball lässt. Den Blick immer am Ball lassen, weil in den Augenwinkeln, da seht ihr auf jeden Fall immer, ob ein Gegenspieler kommt oder nicht. Ein kleiner Blick genügt. Dann speichert euer Gehirn das alles ab, weil wenn der Ball kommt, dann könnt ihr ja nicht die ganze Zeit schauen, okay, wo sind jetzt die Gegenspieler? Hoffentlich rennt mir keiner rein. Und dann habt ihr den Ball einfach voll aus dem Blick verloren. Das geht einfach nicht. Ihr müsst einfach wirklich immer den Blick am Ball lassen und seid euch da einfach sicher und entschlossen, den Ball entweder zu fangen oder wegzuboxen. Entscheidet euch da wirklich frühzeitig. Und dann ist es halt noch wichtig, wie ihr das angeht, das Fangen. Also habt wirklich, also Fangtechnik ist auch noch ein großes Thema, dazu werde ich auch noch ein Video machen. Wenn ihr den Ball dann gefangen habt, dann was macht ihr dann? Das ist dann die nächste Frage. Okay, ihr habt jetzt den Ball gefangen, was macht ihr? Und dazu werde ich auch noch ein weiteres Video machen zu den Anschlussaktionen. Was macht man, nachdem ich eine Flanke gefangen habe? Werde ich den Ball jetzt auswerfen? Werde ich den Ball jetzt abschlagen? Werde ich ihn mir am Boden legen? Werde ich ihn dann vom Boden weghauen? Das sind dann, wie gesagt, dann diese Optionen, die ihr habt, um den Konter einzuleiten oder einfach diesen Spielaufbau zu betreiben. Und dazu wird dann ein weiteres Video kommen. Und dann wird auch noch auf jeden Fall ein Video zur Fangtechnik kommen. Eigentlich basieren sehr viele Dinge auf mehreren Sachen. Weil wenn ihr zum Ball hochgeht, dann braucht ihr, wie gesagt, diese Fangtechnik, um den Ball zu fangen. Dann gibt es noch verschiedene Techniken, wie man den Ball wegboxt. Boxt man ihn mit einer Hand weg? Boxt man ihn mit beiden Händen weg? Es gibt so viele verschiedene Philosophien auch, die man einfach hat in dem Bereich. Viele sagen zum Beispiel, wenn man den Ball mit beiden Fäusten wegboxt, dann kann man ihn auch gleich festhalten. Wie gesagt, dazu kommt auf jeden Fall noch ein separates Video zur Anschlussaktion und zum Boxen. Und das Video mit den Flanken und Ecken abfangen haben wir jetzt heute durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich bitte. Und wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde.